MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir wollen mal das Gameplay-Wochenende zu Ende bringen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Sonntagmittag oder Sonntagabend-Video ist. Aber falls es Mittag ist, ja gut, dann kommt heute Abend halt noch ein Gameplay. Aber ja, wir wollen ein Spielchen machen, wie ihr hier schon sehen könnt. Und wir wollen nochmal mit dem Team spielen. Kurz auf die Fitness geschaut. Das sieht alles gut aus, bis auf De Rossi. Der kriegt hier nochmal was. Aber ansonsten können wir im Prinzip loslegen. Fitnessbraucher. So. Und dann denke ich mal, falls das Sonntagabend-Video ist. Oh, sorry, ich habe mein Handy schon wieder an. Ich mache mal kurz lautlos. Ja, das hört ihr auch irgendwie jede Episode, ich weiß, aber ich verraff's immer wieder. So, Rossi hat Fitness, also kann's losgehen. Was wollte ich denn sagen? Achso, genau. Wenn das Sonntagabend-Video ist, dann seht ihr wahrscheinlich Montagmorgen oder so, wie ich den Verein ausräume. Wenn das Sonntagmittag-Video ist, dann seht ihr wahrscheinlich abends noch ein Gameplay. Mal gucken, ich weiß selber nicht so genau. Wie gesagt, diesmal nehme ich ein bisschen viel auf einmal auf. Das mache ich eigentlich nicht so. Aber am Wochenende gibt es ein bisschen was zu tun und ja, ein bisschen was zu machen. Und deswegen nehme ich mal ein bisschen voraus auf. Ab Montag werde ich dann wahrscheinlich wieder standardmäßig am einen Tag aufnehmen, am anderen Tag hochladen. Also so mache ich sonst immer. Gegner haben wir gefunden. Jetzt muss ich mich nochmal richtig positionieren hier im Sessel und dann geht's los. So, oh, wir spielen gegen ein ziemlich unterbewertetes Team. Und das sieht mir nach Premier League, ja, Premier League in günstig aus. Vorne Defoe und Welbeck, rechts Arnautovic, links Etherington, Mikel und, oh, ich komme nicht mehr drauf. Den hatte ich auch mal, ich fand den richtig stark, den ZDM von Tottenham. Hinten dieser total überpaste von Tottenham, dann noch Smalling, rechts Aspilicueta war das, glaube ich, und links weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Joa, schade. Ich habe davor eigentlich schon Gameplay aufgenommen, allerdings ist mir da die Aufnahme abgebrochen. Und ich glaube, das Spiel hättet ihr interessanter gefunden. Das war ein sehr starkes Premier League Team. Team mit Rooney, Percy, ja, eigentlich maximal High-End-mäßig Premier League. Und das Spiel, das ging 5:3 für mich aus. Und es war wirklich geil. Ich muss sagen, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber von den 3 Toren habe ich mir 2 Stück komplett selber eingeschenkt. Jetzt mal hier die Fresse halten, weil Rodriguez hier wunderbar durch ist. Der Pass kommt auch richtig stark. Ich schieße jetzt... Boah, nimmt der seinen Rechten nicht wirklich, oder? Boah, ich dachte, der fackelt jetzt mal ein richtig schönes Ding mit seinem starken Linken raus. Aber das war mal nicht der Fall. Jetzt aber vielleicht. Aber jetzt... Na gut. Oh, doch, kam gar nicht mehr so schlecht. Hat das jetzt eben mein Handy schon wieder gedingst? Hat sich irgendwie so angehört? Nee, anscheinend nicht. Gut, dann jetzt mal weiter hier. Rooney bringt die Ecke für uns. Kommt, kommt. Aber Vidic war es, glaube ich, kommt nicht dran. So, De Rossi. Ja, jetzt aufpassen wegen Konter. James macht das sehr schön. De Rossi wieder am Ball. Trippeln kann er nicht unbedingt, aber das ist James. Und der schießt das Ding am Tor vorbei. Ah. Meine Güte. Naja, weiter geht's hier. So, Smalling. Ja, haben wir hier wieder abgefangen. Aber Capoe, nee, Capoe war das nicht. Den meine ich nicht. Ich meine irgendeinen, der heißt Zingi, Zumbi. Boah, spielt er gut durch hier. Aber den haben wir. Dürfte auch kein Foul gewesen sein. Nein, war es nicht. Sehr schön. Wie heißt der denn? Capoe war es aber nicht. Auf keinen Fall. Es war irgendwer anders, den habe ich ganz am Anfang mal gespielt, wo ich mal ein paar Non-Red-Teams gebaut habe, also halt zum Start von FIFA 14. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Der war auf jeden Fall auch Non-Rare und der war riesengroß, also 1,90. Mikel hier schiebt das Ding durch auf Defoe. Ja, also vielleicht ein bisschen mehr Konzentration. Ich neige ja dazu, gegen schwache Teams so ein bisschen Larifari zu spielen. Das ist aber ziemlich schlecht. Weil ich habe schon öfter mal angemerkt, es ist häufig natürlich so, dass man gegen solche Teams spielt und der Gegner ist wirklich ein Anfänger. Aber dann gibt es auch wirklich einige, die richtig gut FIFA spielen können und halt einfach noch so ein Team haben, entweder weil sie damit gut spielen können oder weil sie vielleicht normalerweise im normalen Season-Modus spielen und dann wirklich gut abgehen. Deswegen sollte ich sowas nicht machen, das ist natürlich abseits, sondern mich vollkommen auf die Partie konzentrieren.
Ich meine, das kennen bestimmt auch einige von euch. Da spielst du teilweise gegen so ein Team hier mit, ja, super Premier League-Spielern oder BBVA oder Serie A oder was weiß ich. Und die fackelst du dann irgendwie 5-0 ab. Und dann spielst du hier gegen so eine Truppe. Und da ist der Gegner halt einfach ein guter. Und jetzt mal hier das Ding drüber gebracht. Nee, das kommt nicht durch. Und da ist der Gegner halt so ein richtig guter. Ach, schade. Ob der jetzt hier ein richtig guter ist, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nichts zu sagen, aber es passiert halt wirklich öfter. De Rossi. Ja, ja, machen wir hier Colado. Bei mir geht ja eh jeder Einwurf schief. Ja, auch der im Prinzip wieder. Also, wenn ich mal nach dem Einwurf einen Ballbesitz behalte, das ist ja dann schon mal hier wirklich... Ja, dann können wir ein bisschen feiern. Jetzt aber hier ganz frei außen durch Guardado. Und jetzt Lupfer. Sehr schönes Ding. Sehr schön von Guardado gemacht. Mit seinem linken Fuß, eigentlich seinem schwächeren, macht er hier das 1:0 gegen die Salford Warriors. Ja, aber, oh, Alter, ja, ein kleiner Trittfehler ist er sofort da gewesen. Aber Vidic, die alte Kante. Jetzt hier Guardado wieder durchgesteckt auf Falcao, aber da läuft er den Weg gut zu. Haben wir. Yep, sehr schön. De Rossi wieder auf die Außen. Oh, nee, wollte er nicht so ganz. Komm, push dich, Rooney. Jetzt hier vorne müssen wir aufpassen. Vidic ist natürlich nicht so schnell, aber Körper, sehr schön. Ich habe irgendwie Bock auf Sky Nat Geo Wild eine schöne Doku über Haie zu gucken. Ja, ich bin total krank. Nein, habe ich irgendwie doch keinen Bock drauf, weil wir haben, was haben wir denn jetzt eigentlich, Freitag oder Samstag? Wir haben Freitag, also immer noch Freitag. Ja, ist echt krass, so viele Videos habe ich glaube ich noch nie an einem Tag aufgenommen. Und da wollen wir dann lieber heute Abend ein wenig feiern gehen. Aber davor, beziehungsweise heute Nacht, ziehe ich mir heute Nacht nochmal eine Doku, wenn ich es denn darf. Müssen wir dann mal nachfragen. Das ist echt Abseits. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, doch, klar. Eindeutiges Abseits. Sah für mich erst so aus, als ob hier unten seine Zehen auf gleicher Höhe gewesen wäre. Aber es war nicht der Fall. So, hier draußen auf Santon. Etherington. Mikel. Defoe. Defoe ist ein ziemlich overpowerter Spieler. Also gegen mich war er jedenfalls immer ziemlich stark. So, mal gucken, ob das jetzt gegen uns nicht auch passiert. Macht er gut mit Smalling, geht er aggressiv drauf. War auch gut, dass er nicht wartet, weil... nicht Falcao, sondern... Na, erstmal die Klappe halten. Schön von Falcao jetzt aber. De Rossi, aber es ist keiner in der Mitte. Nee, das war scheiße. Ich hätte trotzdem die Flanke suchen sollen. Es war zwar nur irgendwie außen, ich weiß gar nicht, wer es genau war. Das wird... Benatia hat das Ding aber. Das bringt halt Körper. Also Welbeck ist sicherlich schneller als Benatia, aber ja, Körper halt, ne? Ach, scheiße. Rodriguez schön an der Kante gewesen. Da bringt das Ding fast durch. Aber Radu hat das Teil. Alter. Ja, das war dann natürlich nicht so pralle, dass er das Ding so fackelt. Müssen wir haben. Müssen wir haben. Puh. Scheiße, ich will jetzt hier mal das 2:0 nachlegen. Aber er steht hinten wirklich sehr gut. Kann man nichts sagen. Ah, bis jetzt, obwohl... Ja, was heißt sehr gut? Auf jeden Fall... Ja, jetzt ist es aber rum. Nee, das macht er schlecht. Da muss er den Lupfer suchen und ich schmeiß ihm schon wieder das Ding in den Kopf. Ich bin echt ein Homo. Ich glaube, ich bin für heute auch überspielt. Wie gesagt, normalerweise spiele ich nie so viele Spiele auf einmal, weil, ja, erstmal habe ich die Zeit nicht dazu und zweitens habe ich dann auch irgendwie gar keinen Bock mehr. Heute hatte ich aber wirklich noch Bock, sonst hätte ich gar nicht aufgenommen. Vor allem hatte ich jetzt mal Bock auf das Team, vor allem wegen dem letzten Spiel, das hat echt Fun gemacht. Auch wenn ich da zweimal ziemlich gefailt habe, also ich glaube im Let's Play hättet ihr euch erfreut an so einem Gameplay. Also er steht richtig eng im Mittelfeld, ich glaube mal er spielt auf Defensiv, schätze ich jetzt einfach mal. Aber er spielt auch in der Offensive wirklich nicht schlecht. Er hat da, na gut, man muss natürlich dazu sagen, dass ich in der Defensive sehr mies bisher spiele und deswegen kann man das natürlich auch so sehen, also vielleicht spielt der Gegner auch nur normal in der Offensive und ich einfach nur schlecht, das kann ich jetzt nicht genau sagen, das wird sich bestimmt noch ergeben im Spiel, aber jetzt erstmal sollten wir jetzt hier nochmal ein Türchen machen, zum Beispiel mit Falcao, da hat er ein bisschen Luck, Sabaleta, bringen wir die Flanke, köpfen können wir nämlich mit Falcao, ja, das kann er.
Falcao hat auch eine ordentliche Quote, wie ich gesehen habe, obwohl er, glaube ich, 2 Abbruchspiele dabei hat, also Minimum 1, hat er, glaube ich, in 4 Spielen 8 Tore und 3 Vorlagen oder sowas, also schon ganz ordentlich, was Falcao da abreißt. Dafür sind die Flügelspieler nicht ganz so pralle. Die haben, also Rodriguez geht, also Rodriguez ist von Scorerpunkten auf plus minus 0, aber er hat halt um einiges mehr Assists. Ich meine, ist nicht schlimm, wenn Falcao ja die Tore macht und er sie vorbereitet, passt das. Guardado ist ein bisschen im Minus leider. Ist mir auch selber so aufgefallen. So. Aber dafür Rooney auch sehr gut. Ich glaube, 2 Tore und 3 Vorlagen. Als ZM passt das dicke. Ja, da war die Lücke. Aber er schiebt leider Gottes Smalling davor. Weil die Lücke sah einfach zu gut aus. So, jetzt gehen wir hier mit einem 2-0, ne? Ja, 2-0 in die Hälfte. Gegner ist wirklich kein schlechter. Ich finde ihn wirklich gut. In der Verteidigung und Mittelfeld steht er relativ eng. Und im Sturm, ja, wie gesagt, ich kann das jetzt echt nicht so bewerten, ob das einfach an meiner Verpeiltheit in diesem Spiel liegt, dass er wirklich oft durchgekommen ist. Ist er einfach. Muss man einfach so sagen. Oder ob er wirklich auch in der Offensive nicht ganz so schlecht ist. Hier aufpassen jetzt. Macht Vidic gut, stellt einen Körper gegen den Mann. Ah, fackelt der mich mal ordentlich um. Hier sieht man das auch. Also er steht wirklich mit seinem Mittelfeld schon gleich da hinten. Da kommt der Ball durch. Das war obvious. Und Gott sei Dank kommt die Sanctis dran. Und ich schmeiß das Ding schon wieder raus. Okay, diesmal geht's gut. Ich muss es mir echt abgewöhnen. Ich hab das irgendwie so in mir drinne. Aber ich muss es mir abgewöhnen. In FIFA 14 kommt der Ball viel zu oft zum Gegner. Auf jeden Fall mit Torhütern, die nicht so einen prallen Abstoß haben. Der Sanctis hat, glaube ich, auch keinen guten. Oh, den muss ich in Lauf schicken. Ja, okay. Noch nicht mal der normale Pass kommt an. So, Carrick. Nee, gleich wieder im Mittelfeld. Capoe scheint gut im Mittelfeld unterwegs zu sein. Also fängt viele Bälle ab. Den haben wir hier aber mit Radu. Aber jetzt ist Guardado nicht mehr da vorne. Guardado. Ja, ich weiß, sie sprechen immer wieder falsch aus, aber bald ist er eh weg. Also wie gesagt, das Team gefällt mir gut. Ich. Opa, Alter. Das Team gefällt mir gut. Ich denke mal, wir werden auch... Das Team, entweder werden wir es gleich behalten oder wir werden es nochmal neu bauen. Aber ich denke mal, ohne Kugur. Wie heißt er nochmal? Ist er mit G, ne? Ne, er heißt mit C. Also Cuadrado, sowas in die Richtung. Ich denke mal, er wird dann leider rausgehen. Er ist zwar wirklich schnell und er kann auch ein paar gute Pässe bringen, aber er ist einfach wirklich richtig abschlussschwach, nicht stark. Hier sieht man das auch. Er presst von hinten. Er macht das wirklich gut. Und jetzt richtig schön auf Falcao durch. Falcao Lob und der geht sehr schön rein. Macht der Falcao mit dem linken. Ja, den wollte ich jetzt nicht normal verwandeln, weil ich meine, wir führen 2-0. Jetzt quittet der Gegner instant. Das finde ich ein bisschen schade. Wie gesagt, ich fand den Gegner wirklich nicht schlecht. Er hat nach vorne und nach hinten gut gespielt. Natürlich hatte er das unterlegene Team. Aber ich meine im Endeffekt, wer selber schon einige Partien Ultimate Team gespielt hat, weiß, dass es jetzt nicht so krass aufs Team ankommt, wie man meinen könnte. Natürlich, ein starkes Team bringt immer nochmal Vorteile. Also ob da jetzt ein Ronaldo vorne drin steht, der mit seinen 90 Schuss oder was er hat, dann nochmal einen raushaut oder ein Welbeck, das ist klar, das macht natürlich nochmal kleine Unterschiede. Aber allgemein vom Spielen her finde ich, dass ein Team nicht viel ausmacht. Also ich habe wiederum oft genug gegen Teams gewonnen, die richtig stark waren, auch um einiges stärker als meins. Allerdings habe ich es auch schon oft gesehen, dass man mal verliert gegen richtig, in Anführungszeichen, schwache Teams, weil der Gegner einfach stark ist. Ja, da jetzt erst 13 Minuten rum sind, werden wir hier nochmal gucken, was so Ibra und so sagen. Weil ich habe Ibra immer noch nicht gekauft. Ja. Oh, ist Transfermarkt stand auf 0, das heißt, es kann mal wieder sein, dass ich hier aus FIFA raus muss. Gucken wir mal, Zlatanovic. Ja, wären das jetzt hier irgendwie erst 5 Minuten gewesen, hätte ich jetzt noch ein Spiel drangehangen. Aber wir sind jetzt schon bei 14 Minuten, deswegen passt das, denke ich mal, dass wir jetzt nochmal hier so ein bisschen rumschauen. Und wir gucken dann auch nochmal in den Verein. Dann kann ich euch vielleicht schon mal sagen, wer weggeht. 1.150.000, 170, 510, bestimmt ein Bitbumper. Ja, Nummern der Besitzer, 146 Stück. Ja, herzlichen Glückwunsch. Er hier, auch einer, 36. Er hier, keiner, aber auch ein scheiß Preis. Auch ein scheiß Preis, auch. Oh, scheiße, das ärgert mich wirklich, dass ich nicht bei 1.100.000 zugeschlagen hab.
Nicht hab, hat. Aber ich denke mal, irgendwie kann ich mir noch einen erbieten für 1.100.000. Gucken, Bitbumper. Hier. Bitbumper. Hier. Kein Bitbumper. Kann man mal drauf machen, wird aber wahrscheinlich eh für überteuert weggehen. Und dann gucken wir noch auf die letzte Seite. Das hier, gucken. Kein Bitbumper anscheinend. Aber das ist erst in 9 Stunden. Nee, das mache ich nicht drauf. Günstiger Sofortkauf ist auch keiner drauf. Also ihr seht auch schon, die Sofortkäufe sind leider Gottes auch schon alle wieder über die 1-2 drüber, soweit ich das gesehen habe. Hä? Ich war eben fast der Meinung, da wäre irgendwas richtig Günstiges gewesen, aber dann doch nicht. 199.000 scheint so das Günstigste jetzt zu sein. Gestern, wie ihr gesehen habt, war es schon auf 135.000 kurzzeitig. Und ich glaube, das war auch einfach der Punkt, wo ich hätte zuschlagen sollen. Es war dumm von mir zu warten, aber das habe ich jetzt oft genug gesagt. So, gehen wir hier nochmal raus. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz in den Club rein. Und dann kann ich ja euch schon mal andeuten, was wahrscheinlich weggehen wird. Wahrscheinlich weggehen werden Rodriguez, Benatia, Guardado, Ronaldo kurzzeitig, um halt noch ein bisschen Gewinn zu machen. Ja, Ronaldo, seine Statistik ist ein bisschen abgesunken, auch wenn man von seinen gespielten Spielen 4 Stück am Anfang und danach nochmal 6 Stück abziehen kann. 5 oder 6 Stück, sagen wir mal 5, dann hätte er 14 Spiele, 16 Tore, 2 Assists. Ist eigentlich als Winger auch in Ordnung. Falcao wird wahrscheinlich vorerst gehen, Aguero wahrscheinlich vorerst, vor allem weil er jetzt auch im Team of the Week ist. Vidic vorerst, Thiago Silva erstmal, Cavani erstmal, Rooney erstmal. Also im Prinzip alle von uns, die wir so haben, sind ja schon einige Hochkaräter dabei, die werden wahrscheinlich alle erstmal gehen, bis auf diese Abwehrkette. Ich weiß noch gar nicht so genau, wer überhaupt bleibt oder ob ich erstmal alles verkaufe. Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ihr werdet das ja frühzeitig erfahren, aber ihr seht jetzt schon, was wir hier haben. Also wir sind jetzt schon bei Seite 5, nur mit glänzenden Spielern voll. Und ja, mal gucken, wie weit es noch geht. Seite 6 auch noch. Also ja, da muss einfach was gehen. Wir haben einfach zu viel im Verein. Und deswegen wird da auch was gehen. Ja, ansonsten noch ein kleines Päckchen zum Abschied und dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Ich gucke nochmal ganz kurz aufs Handy. Nee, ist nichts Neues drauf, weil ich erwarte eine Nachricht, deswegen gucke ich da ab und an mal drauf. So, es wäre ganz schön, wenn dann den Store-Catalog jetzt nochmal updatet. Ja, ich glaube, es hängt wieder. Da muss ich euch leider ohne Pack nach Hause schicken. Es ist leider öfter so, es passiert mir auch des Öfteren, dass ich einfach komplett aus FIFA rausgehen muss, um wieder auf die EA-Server zu kommen. Ich weiß nicht warum, aber ist halt so. Und es passiert auch des Öfteren, wenn ich ein bisschen länger eingeloggt bin in Ultimate Team, dass, wenn ich dann zum Beispiel hier in den Store reingehen will, ja, einfach nichts passiert, sondern er als nur den Catalog updatet. Ja, bringt uns jetzt nicht viel weiter. Ich warte jetzt noch ganz kurz. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch irgendwas erzählen kann, aber ich habe eigentlich nichts mehr. Nur die nächste Episode wird wahrscheinlich, ich glaube jetzt mittlerweile, das ist die Mittagsepisode. Das heißt, die Abendsepisode wird wahrscheinlich nochmal ein Gameplay sein. Und ja, der Store wird nicht mehr kommen, deswegen werde ich euch jetzt hier wegschieben. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, schreibt das in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.